Das ist ja vielleicht eine scheiß Einstellung. War ich zu dicht drin? Vielleicht richtig. Ein Stück. Die Einstellung nehmen wir, okay? Okay. 43. Hast du toll gemacht. Danke. Du, hör mal. Ich finde das einfach nicht richtig, dass die Monika schneller läuft als ich. Das kann er wieder nicht ab, dass eine Frau in irgendwas besser ist. Er ist eben richtiger Heldendarsteller. Die paar Sätze, die der zu quatschen hat, mal mit links. Und so eine Pfeife muss ich nun dubeln. Ich weiß, Harry, du kannst alles. Okay, Harry, dann wollen wir mal. Aber immer. Umbau zur nächsten Einstellung. Harry fährt auf den Abgrund zu. Umbau für die nächste Einstellung. Umbau. Moment, hier ist gesperrt. Bitte bleiben Sie mal mit hier. Hey, Moment mal, Gerd, nicht so amtlich. Die Dame ist ein Fan von mir. Komm, schleich dich. Sie haben mich sicher schon zigmal im Film und Fernsehen gesehen. Ohne es zu wissen, natürlich. Darf ich mal? Ich möchte ihn mir schenken. Mein Gesicht ist nicht so sehr gefragt, ebenso wenig meine Kunst der Mimik. Bitte schön. Nehmen Sie Platz. Ich werde gleich für diesen Herrn da den Abgrund hinunterstürzen. Es tut mir leid, aber ich muss zum Dienst. Recht so, Arbeit adelt. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass ich Sie heute unter der Normaluhr erwarte. 20 Uhr. Ein Sträußchen Tränen der Herzen. Okay, Harry, können wir endlich? Na, gewiss doch, ich eile. Man wird doch wohl eine Verabredung treffen können, ne? Also nicht vergessen. Ne? Na los doch! Komm, Harry, beeilt euch jetzt! Was ist denn das da für ein entzückendes Häuschen da unten? Die Schwarzwaldklinik. Ausgezeichnet. Wenn was schief geht, bitte ich um ein niedliches Bettchen. Oh. Mit einem herzigen Schwesterchen. Wir wissen, dass du einen unerschöpften Humor hast, Harry. Aber nun konzentriere dich doch mal endlich und komm schon. Darf ich mal um einen Spiegel bitten? Oh mein Gott, ich sehe ja aus wie Taras Bulba. Achtung, nochmal an alle Kameras. 1, total halten. Kamera 2, mitschwenken. Kamera 3, Highspeed 100 Bilder mitschwenken. Kamera 4. Highspeed 100 Meter, total halten. Harry, so wie du den Wagen verlassen hast, kannst du das Feuer zünden. Ja, in Ordnung. Okay, wir machen jetzt eine Probe. Fertig zur Probe? Ja, ich komme. Achtung! Bitte alles fertig machen für eine Probe! In Ordnung, wir können. Okay, alles fertig machen zum Drehen. Alles fertig machen zum Drehen. Ist alles abgesperrt. Ich kümmere mich drum. Hals- und Beinbruch. Aber sicher. Fertig. Wer ist das denn? Ach, irgend so ein Spinner. Ich soll heute Abend um 8 zur Normaluhr kommen. Mhm. Zu welcher denn? Ach, geh, so ein Quatsch. Die haben gedreht heute Morgen, dort oben an der alten Kanalbrücke. Und er hat sich an mich rangemacht. Ist es ein Schauspieler? Nein, wohl eher was anderes. Ich weiß nicht. Es war nur ein Jux. Naja, gut aussehen tut er ja. Gehst du hin? Na, hör mal. Wie viele Normaluhren haben wir denn hier? Stimmt die Moosbach wieder. Ich würde hingehen. Na klar, du würdest hingehen. Man kann ja nie wissen, was? Klar, man kann ja nie wissen. Na, was ist denn, Herr Sager? Schauen Sie ins Operationsfeld. Chef, wenn Sie fertig sind, kommen Sie doch mal auf die Intensivstation. Da ist einer, der hat so ziemlich alles gebrochen, was man sich nur brechen kann. Mach
weiter, Udo. So, wenn wir hier fertig sind, will ich endlich zum Surfen. Udo, ich kann jetzt noch nicht am Titisee. Ich habe oben noch jede Menge Schreibarbeit liegen. Wir haben Angie versprochen, dass wir sie spätestens um 2 Uhr abholen. Ja, ja, ich weiß. Fahr du doch schon voraus mit ihr. Ich komme dann nach, okay? Okay, aber vergiss es nicht. Es ist selten, dass wir beide an einem Nachmittag frei haben. Weiß Gott. '90-60. Was gibt's? Der Stuntman. Mit dem Auto von der Brücke gestürzt. Etliche Trümmerfrakturen, Verdacht auf Nierenquetschung. Natürlich Gehirnerschütterung. Das sieht übel aus. Ja. Wenn der wieder zu sich kommt, wird er vor Schmerzen an der Decke gehen. Das glaube ich. Ich will gleich alle Bilder sehen, ja? In Ordnung. Was erkennen Sie anhand des EKGs? Ich sehe eine Veränderung der ST-Strecke. Daraus schließe ich, dass der Patient eine Minderdurchblutung des Herzmuskels hat. Die Herzleistung muss das nicht beeinträchtigen. Der Betroffene merkt es manchmal gar nicht. Es kann aber auch zu Anfällen kommen, deren Symptome einem Herzinfarkt ähneln und lebensgefährlich werden, wenn sie sich öfters wiederholen. Eine regelmäßige Überwachung des Patienten ist deshalb sehr wichtig. Danke. Alles richtig. Ausgezeichnet. Das Knochengewebe kann auf verschiedene Weise angeordnet sein. Ach, Quatsch. Auf zweifache Weise angeordnet sein. Als kompakte oder als spongiöse Substanz. Sowohl kompakter als auch spongioser sind nach dem Prinzip größtmöglicher Beanspruchbarkeit. Statischer Beanspruchbarkeit. Ach, hast du mich erschreckt? Ja. Statischer Beanspruchbarkeit? Ja. Ja, steht ja auch hier. Natürlich. Ach, besser, besser. Wo kommst du denn so plötzlich her? Direkt von der Klinik. Ich habe mir nämlich gedacht, man darf eine so schöne junge Frau nicht so lange allein lassen. Eine glänzende Idee. Ach Gott. Was ist denn? Ach, ich muss zur Vorlesung. Nein. Doch. Nein. Das vegetative Nervensystem. Ach, komm, lass sie ausfallen. Sag mal, ein Arzt empfiehlt einer angehenden Ärztin Pflichtversäumnis? Und Nachlässigkeit? Aber überhaupt nicht. Ich werde es dir erklären. Was? Ja, ich erkläre es dir ganz anschaulich. Du Schock. Ach, ich liebe dich. Aber nicht länger als 5 Minuten. Er ist noch nicht voll ansprechbar. Und fragen Sie nicht zu viel. Bitte schön. Gehen Sie. Erlauben Sie bitte. Ach. Danke. Hallo. 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 Na, wie geht's? Du, dein Stunt war super, alles zu gebrauchen. Wir sind stolz auf dich. Danke. Solche Scherze mache ich nie wieder. Ich meine, dass ich sage, wenn was schief geht, kriege ich ein niedliches Bettchen. Bist eben ein Prophet. Als ob sie dich nicht oft genug schon wieder zusammengebastelt hätten. Ja, ja. So schlimm war es noch nie. Wenn Sie jetzt bitte wieder gehen würden, ja? Tschüss, Arie. Tschüss.
Helfen Sie mir aus dem Bett. Ich muss so normal, oder? Tatsächlich? Na? Nun tränen die Herzen aber wirklich, was? Ich bin beglückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sprechen viel zu viel. Und bewegen sollten Sie sich möglichst überhaupt nicht. Ich muss auch so normal, oder? Ja, ja. Oh, hier geht's ja lustig zu. Ist denn unser Patient so komisch, Schwester? Nein, natürlich nicht. Die Schwester ist ein jugendlicher Fan von mir, Tausend. Ach. Wir wollen heute zusammen ausgehen. So. Dass Sie das alles so mit Humor nehmen, finde ich prima. Allerdings, das Gehen anbetrifft, Herr Poser. Ich habe mir Kollege schon gesagt, paar Wochen Pause. Ich bin das gewöhnt. Enteile doch nicht, schönes Kind. Ich komme ja wieder. Wirklich großes Glück gehabt, Herr Poser. Sie könnten auch schwerwiegende innere Verletzungen haben, aber das ist glücklicherweise nicht der Fall. Wie viele Knochen sind denn gebrochen? Es reicht. Beide Beine und ein Arm, aber die Beine gleich mehrfach. Wir haben es diesmal richtig gemacht. Biegungsbrüche, Stauchungsbrüche, Drehbrüche. Nur kein Neid. Und Ihre alten Frakturen sind auch nicht alle gut verheilt. Könnte eine langwierige Angelegenheit werden. Naja, wir müssen noch die Röntgenaufnahmen abwarten. Jetzt kriegen Sie erst mal was gegen Ihre Schmerzen. Danke. Kleiner Pix. Herzlichen Dank. Auch im Namen der Kasse. Schon erledigt. Ich dürfte Herr Güllis bald auf den Kopfschmuck verzichten. Er juckt erheblich. Das kann ich mir denken. Das kann aber gleich Schwester Elke erledigen. Alles Gute. Danke, danke. Elke heißt du. Mhm. Den Kopf ein bisschen anheben, geht das? Natürlich, bei dir immer. Eine richtige Schönheit bin ich gerade nicht mehr. Nein, das Fanfoto machte mehr Eindruck. Stell es auf deinen Nachttisch. Schönes Kind. Also, Sie sind wirklich einer. Zarte Fingerchen. Augen wie Smaragde. Ja, ja, ja. Pfirsichhaut und Rosenmund. In der Tat. Spaß muss sein. Ja, natürlich. Wie spät ist es denn? 7:45. Oder müssen wir jetzt bald gehen? Ist so normal, aber. Ich bringe Sie ja dann hin. Also doch. Ach, also doch so ein Quatsch. Warum genierst du dich denn? Ist doch ein prima Typ. Ja, ja. Nur mit einer Schauspielerin liiert. Die Blonde? Ach, das bedeutet in der Filmbranche gar nichts. Ja, du musst es ja wissen. Ja, mit Artistik und so ist bei dem doch sowieso nicht mehr viel drin. Was du nicht sagst. In der Chirurgie kennst du dich also auch aus. Mann, reg dich ab. Ich habe nur zufällig ein Gespräch zwischen Brinkmann und Schäfer mitgehört. Ich kann doch nicht wissen, dass dir das so nahe geht. Erst tust du so, als wenn er dir überhaupt nichts bedeutet, und dann fährst du mich gleich so an. Vielleicht darf man mit einem Patienten noch mal Mitgefühl haben. Mitgefühl ist schön, Pflege ist besser. In der 24 sind neue Verbände fällig. Das haben wir schon gemacht. Dann beziehen Sie bei den Abgängen die Betten. Herrgott, muss man denn jede Anordnung einzeln treffen? Oder geht auch mal was von selbst? Jedenfalls geht es nicht ohne Sie. Moment mal, werden Sie ja nicht pampig. Was soll das heißen, es geht nicht ohne mich? Das heißt genau das, was es heißt. Ohne Sie geht es doch wirklich nicht, oder? Das ist eine durchtriebene Person. Ja,
Ja, ja, wenn ich nicht zu operieren habe. Warum? Willst du mal mit? Das wäre noch. Ihr seht euch alle ein, zwei Wochen mal. Das störe ich doch. Aber Kötülein, du und stören, bist du wahnsinnig? Na, lass nur, noch 4 Wochen, dann habe ich sie immer zu Hause. Ah. Wenn sie nicht durchs Examen fällt. Was denn, bist du wahnsinnig, Christa, durchs Examen fallen? Man hat mir gesagt, sie ist ein Ass. Ja. Und die Theorie hat sie doch sowieso mit Auszeichnung hinter sich. Moment mal. Ja, das ist er doch. Wer? Der von Peter da. Der war mal Hilfspfleger bei uns in der Klinik. Merkwürdig. Ich denke, der studiert in Karlsruhe Musik. Schau dir das an. Was denn, sehe ich richtig? Oberschwester Hildegards Liebling. Tag, Herr Professor. Guten Tag. Tag. Ja, Oberschwester Hildegard freut sich schon auf mich. Aha. Du willst sie besuchen? Ich meine, Sie wollen sie besuchen. Na, so weit kommt das noch, dass Sie mich sitzen, Herr Professor. Also, ich gehe schon mal vor mit ist Jerry. Gut, Kitty. Wiedersehen. Wiedersehen. Nee, ich will die nicht besuchen. Ich habe mich doch beworben für eine Ausbildung als Pfleger. Was denn bei uns? Mhm. Ja, ich wohne wieder hier, das heißt, wir wohnen wieder hier. Mit der Musik macht zwar Spaß, aber man kann nicht von leben. Vielleicht schaffe ich ja noch mal mein Medizinstudium. Ah, du hast dich bei uns beworben? Mhm. Hast du schon Bescheid? Nee, aber wird schon klappen. Und wenn nicht, dann jobbe ich halt weiter. Hier meine Hochzeit, da mein Auftritt im Club. Oder einspringen hier bei Heinzelmännchens Wachparade. Geht schon irgendwie weiter. Du, das müssen wir feiern. Nach dem Konzert sehen wir uns im Café, ja? Gerne. Gut. Ich muss wieder rauf. Tschüss. Tschüss. Ich habe ein neues Angebot von Mike. Abenteuerfilm, Außenaufnahme auf Korsika, Start nächste Woche. Das heißt, ich könnte lange nicht kommen. Also, na, hör mal, du, Job ist Job. Freut mich, dass du es auch so siehst. Hast du eigentlich noch Schmerzen? Es ist zum Aushalten. Naja, du weißt ja, ich bin ein Stehaufmännchen. Das wird schon wieder. Das ist bei dir immer wieder geworden. Mhm. Würden Sie operieren? Hm. Der Mann ist Artist, Stuntman. Den Beruf kann er in keinem Fall mehr arbeiten. Haben Sie ihm das gesagt? Nein, ich wollte vermeiden, dass er zusätzlich noch in eine seelische Krise kommt. Mit seiner Flapsigkeit will er sich doch nur schützen, keine Wahrheit an sich heranlassen, nicht? Ich glaube, ich ziehe den Professor Richard in Freiburg noch zu Rate. Können wir natürlich machen, aber schnell. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ach, Herr Mühlmann, was wollte ich von Ihnen? Oh ja, ich weiß. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Kollege Schäfer hat seinen Tee nicht getrunken. Möchten Sie? Ja, gerne. Herr Mühlmann, der Mischer hat sich doch bei uns beworben, nicht? Na, der ehemalige Wehrdienstverweigerer. Ja. Ich habe ihn neulich beim Kurkonzert getroffen. Sind die Antworten noch nicht aus? Ja, schon, aber leider konnten wir von 28... nur 5 auswählen. War Mischa nicht dabei? Obwohl er fast 1,5 Jahre hier war und fast als Vollkraft anzusehen ist? Ja, das Argument habe ich auch vorgebracht. Oberschwester Hildegard. Ach so. Ich verstehe. Übrigens, ich habe da heute eine Absage bekommen. Einer der Antragsteller hatte sich doppelt beworben. Ach so? Das ist doch wunderbar, nicht? Dann lässt sich vielleicht doch noch was machen, oder? Schönen guten Tag, Schwester Elke. Guten Tag. Au! Um Gottes Willen, was ist denn los? Streicheleinheiten sind ein wesentlicher Genesungsfaktor. So. Ja. Nun geht's mir besser. Was ist? Das Pflegepersonal ist zur Freundlichkeit, aber auch zur Zurückhaltung dem Patienten gegenüber angewiesen. Eindeutige Verstöße der Patienten gegen Anstand und Sittlichkeit sind der Oberschwester zu melden. Klingt ja wie auswendig gelernt.
Ist es auch. Steht in unseren Dienstvorschriften. Wir sind wohl aus dem vorigen Jahrhundert. Verstößt ein Kuss denn gegen die Sittlichkeit? Nicht, solange sie in ihre Freundin geben. Meiner Freundin, da meinen Sie wohl Monika, die vorhin da war. Wieso, haben Sie denn noch mehrere? Nein. Naja, ich... Ich hatte mal viele, aber seitdem ich hier liege, habe ich nicht mal mehr Monika. Fällt der Stuntman von der Brücke, bleibt zur Freundin ihm die Krücke. Wobei mir einfällt, wann mache ich meine ersten Gehversuche? Es wird wohl noch dauern. Fragen Sie am besten den Arzt. Was ist denn, habe ich Sie gekränkt? Ist doch alles Spaß. Natürlich. Hey. Ja? Vielleicht ist es kein Spaß. Naja, ich habe ja Zeit genug, darüber nachzudenken, ob es Spaß ist oder nicht. Was soll ich denn die ganze Zeit tun? Ich denke nach. Über dich, mein Schatz. Wie ist das nun eigentlich? Soll ich du oder sie sagen? Du verunsicherst mich ja manchmal richtig. Das kannst du halten, wie du willst. Tag, Schwester Hildegard. Guten Tag. Schwester, ich habe eine Frage an... Oh, na, Ihre Veilchen haben eine Blühkraft. Wie machen Sie das? Mit Flüssigdünger. Ach, mit Flüssigdünger? Na, wollen Sie mal wieder meine Kompetenzen untergraben? Bitte? Na, wenn Sie mich mit so ausgesuchter Liebenswürdigkeit umtanzen, dann wollen Sie doch etwas, was Sie per Anordnung nicht erreichen können. Aber Schwester, ich bin doch immer liebenswürdig, oder nicht? Und umtanzen, ich bitte Sie. Na, so gut. Gut, es handelt sich um Mischa. Das dachte ich mir. Und ich will Ihre Kompetenzen durchaus nicht untergraben. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Mit Mühlmann. Und im Einverständnis mit dem Verwaltungsrat. Ja, das bezweifle ich auch gar nicht, Schwester. Ich will ja von den 5 Bewerbern, die Sie ausgesucht haben, keine wieder absagen. Sondern? Einer hat von sich aus abgesagt und dafür hätte ich gerne Mischa. Aber Mischa ist aufsässig und vorlaut. Ja, ja, ja. Aber doch nicht zu Patienten, nicht? Zu Ihnen, zu mir, das sicher. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn er die Patienten schlecht behandelt? Na, natürlich nicht. Na, sehen Sie. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass man uns unterstellen könnte, wir wollen Mischa bestrafen, weil er damals in diese Diebstahlsgeschichte verwickelt war. Und Sie wissen ja heute ganz genau, dass dieser Verdacht unbegründet war, nicht? Nur böse Zungen könnten natürlich... Ich verstehe schon, Sie wollen mich überrumpeln. Sie kommen mit der Absage und ich soll nur noch sagen, jawohl, Herr Professor. Aber Mischa ist ungehorsam, respektlos und selbstständig. Ich meine, er handelt auch dann selbstständig, wenn er eigentlich rückfragen sollte. Ja, sicher, 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 sicher. Aber das tun wir doch alle mal, nicht? Von Fall zu Fall. Ja, Schwester, Sie haben doch auch nicht zurückgefragt, ob der Wäschereiauftrag bei Meier verlängert werden soll. Obwohl Mühlmann da durchaus ein Wort mitzureden gehabt hätte. Ja, und war es falsch? Nein. Nein, es war richtig. Sie haben selbstständig und richtig entschieden. Ja, da lassen wir uns auch gar nicht beirren. Nein, auch nicht durch so lächerliche Gerüchte, wonach die Wäscherei ihre Privatwäsche kostenlos reinigt. Aus Entgegenkommen ist doch einfach lächerlich. Ja, und so handelt eben Mischa auch manchmal aus gesundem Menschenverstand und nicht nach den Vorschriften, nicht? Na ja, ich habe ja auch nicht Nein gesagt. Jetzt, wo Sie mit der Absage kommen, da hätte ich sicher... Natürlich hätten Sie gesagt, dann nehme ich Mischa. Sie hätten doch richtig entschieden, Schwester. Es ist wirklich dumm von mir, jemals daran gezweifelt zu haben. Aber es macht eben Spaß, mit Ihnen zu plaudern. Wiedersehen.
Du bist ein Tropf. Ist das fies. Ach, ist das herrlich. Oh. Und bald. Ja, das wochenlang genießen können. Hey. Udo. Ich werde nicht mitfahren können. Ist doch wohl ein Scherz, was? Udo, ich habe eine einmalige Chance. Intensivfortbildung. In New York. Thema modernste Methoden in der Anästhesie. Du, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht du jetzt bist. Aber weißt du, die sind in den Staaten sehr viel weiter. Und in 4 Wochen, da kriegt man eine Menge mit. Adieu, Sizilien. Ach, Udo, nur mach mir keine Schuldgefühle. Nein, nein, es dreht sich ja nur um unseren gemeinsamen Urlaub. Ja, sicher. Aber ich will halt auch weiterkommen. Ist gut. Wirklich? Ja. Armer schwarzer Kater. Sag mal, kann das Ärger für dich geben? Ich glaube nicht. Vorhaltungen sind das sicher nicht angebracht. Wollen Sie es mal versuchen? Wir sprechen nach der Visite noch mal darüber, ja, Frau Schröder. Herr Professor. Herr Schröder. Na, ist doch alles wunderbar gegangen, nicht? Ja, wir sind Ihnen sehr dankbar, meine Frau und ich. Es waren ganz artige Gallensteine. Wenn ich Sie noch mal allein sprechen dürfte. Ja, aber natürlich. Kommen Sie rein. Na, was gibt's denn? Naja, ich wollte mal fragen, ob Sie auch auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie, also, ob Sie auch eine Schönheitsoperation machen würden. Na, wo denn? Naja, Sie haben mich doch gesehen bei der Untersuchung und bei der Operation. Ja. Ich habe... Naja, mein Busen, also der ist nicht mehr der straffste im Vergleich zu früher. Aber Frau Schröder, ich kenne da 20-Jährige, da, also reden wir nicht darüber, nicht? Naja, mein Mann, der sagt immer... Aha, Ihr Mann. So ist das. Besteht er darauf? Ach, um Gottes Willen, der weiß ja gar nicht, dass ich mit Ihnen darüber rede. Aber... Naja, er gafft den jungen Dingern immer hinterher. Also wissen Sie, das ist schon fast krankhaft. Dann gehört er in Behandlung, aber nicht Sie. Wissen Sie, Herr Professor, ich dachte nur, weil heute auf dem Gebiet ja so viel gemacht wird. Sagen Sie, wie gucken die denn zurück? Bitte? Die jungen Mädchen, wenn ihr Mann gafft. Ach, gar nicht. Oder sie kichern. Na, dann ist doch alles in Ordnung, nicht? Ihr Mann ist klein, dick, kahlköpfig und hat ein Doppelkinn. Ihren Busen würde ich nur im Krankheitsfall operieren. Der ist in Ordnung. Ja, da haben Sie eigentlich recht. Nur, dass mein Mann ein Doppelkinn haben soll. Naja, den Ansatz zu einem Doppelkinn, nicht? Komisch. Habe ich gar nicht bemerkt. Tja, weil Sie Ihren Mann lieben. Und wenn er Sie auch liebt, dann würde er über diese kleinen Alterserscheinungen, die sich einstellen, doch hinwegsehen. Na, der kann auch froh sein, Sie zu haben. Hm? Tja, das stimmt. Tja. Da haben Sie eigentlich recht. Also war ja auch nur eine Frage. Herzlichen Dank, Herr Professor. Wiedersehen, Frau Schöller. Auf Wiedersehen. Ja, bitte? Schwester Elke. Bitte keine Störungen mehr jetzt, ja? Kommen Sie, Schwester, setzen Sie sich. Kommen Sie. So,
Ja, Schwester Elke, ich habe eine etwas schwierige Sache mit Ihnen zu besprechen. Es handelt sich um den Patienten Harry Poser. Nicht. Es geht nicht darum, dass Sie eine besondere Sympathie für ihn haben, sondern... Also gut, ich will es kurz machen. Es könnte ja sein, dass Sie ihm... dass Sie ihm gewissermaßen Hoffnung machen, nicht? Er blüht ja richtig auf, wenn Sie ins Zimmer kommen. Ist immer gut gelaunt und witzig. Falls das keine Tarnung ist. Es ist eine Tarnung. Sehen Sie? Sie sagen das auch. Ja, meine Befürchtung ist, und die vom Kollegen Schäfer, dass er umso tiefer fallen wird, je länger Sie... Sie verstehen. Nein. Ich meine, falls er schon ahnen sollte, dass es mit seinem Bein nie wieder etwas wird, dann klammert er sich an Ihre Zuneigung, die vielleicht in Wirklichkeit nur eine Therapie ist. Es ist nicht nur Therapie. Oh, verzeihen Sie. Ja, dann ist es ja gut. Ich dachte nur, weil er um so vieles älter ist als Sie. Etwa so viel älter, wie Sie älter sind als Ihre Frau? Richtig, ja. Gut. Ja, Schwester, dann habe ich eine Bitte an Sie. Harry Poser soll in den nächsten Tagen operiert werden. Und diese Operation wird die Versteifung des Kniegelenks zur Folge haben. Es gibt keine andere Chance mehr. Sonst droht die Amputation. Und ich möchte gern, dass Sie ihn seelisch darauf vorbereiten. Aber nur, wenn ich ihm versichern kann, dass eine Amputation nicht doch noch hinterherkommt. Nach menschlichem Ermessen nicht. Und nach medizinischem auch nicht. Wollen Sie mir helfen? Ja. Danke. Tschüss, Doktor. Ich gehe dann. Warten Sie, ich gehe mit. Trinken wir noch einen Wein zusammen? Ja, gut. Warum lächeln Sie? Ich freue mich. Worüber? Über Sie. Dass Sie da sind. Nicht mehr lange. Ich muss gehen. Nein, doch bitte nicht. Bitte. Ist doch gerade so gemütlich. Na gut. Jetzt muss ich wohl erst recht gehen. Hm? Nein, ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie nicht Lust hätten, nach der Approbation in die Forschung zu gehen. Das ist doch Ihre Stärke. Ich könnte einen Antrag stellen, dann können wir zusammenarbeiten. Sie sind mit so viel Enthusiasmus bei der Arbeit. Das gefällt mir ungeheuer. Ich meine, die meisten Doktoranden, die nehmen doch von der Virologie und Bakteriologie gerade so viel mit, dass sie nicht das Staatsexamen rasseln. Bei Ihnen ist es anders. Ja, das macht mir Spaß. Aber ich will an eine Klinik und den Facharzt machen. Und welche Fachrichtung? Noch keine bestimmte. In der medizinischen Grundlagenforschung kann man möglicherweise sehr viel mehr Menschen helfen als in einer Klinik. Gut, man ist ab und zu einsam im Labor, keinen Kontakt zu den Patienten. Aber es ist doch sehr viel effektiver. Und ganz besonders, wenn man so ein analytisches Genie ist wie Sie. Danke. Aber ich will ja auch zu meinem Mann und dann die Schwarzwaldklinik. Ich habe lange gearbeitet dort und es gefällt mir da. Eine unheimlich schöne Gegend. Ich meine, Sie müssen natürlich schon damit rechnen, dass ich Sie da öfter besuche. Meine Schwester wohnt da in der Nähe und... Oder darf ich das nicht? Ja, aber sicher dürfen Sie das. Zumal mein Mann Sie sehr schätzt. Er kennt eine Menge Ihrer Veröffentlichungen. Er freut sich, dass Sie einer meiner Lehrer sind.
Was glauben Sie, wie ich mich freue, dass Sie meine Schülerin sind? Ich glaube, ich muss gehen. Es ist schon spät. Na gut. Bitte zahlen. Hier kommt noch der Fridolin angewackelt. Nacht, mein Spatz. Schlaf schön. Träum was Schönes. Gute Nacht, Prinzessin. Nacht. Halt! Die Gute-Nacht-Geschichte. Ich beinahe vergessen. Also. Halt! Nicht so! Na, wie denn dann? Komm rein ins Bett. Wenn ich so charmant eingeladen werde, kann ich doch glatt nicht Nein sagen. Also, es war einmal. Zwei naschhafte kleine Mäuse. Die fielen in einen Milchkrug. Karl in den einen, Fritz in den anderen. Karl sagte sich, da komme ich sowieso nicht mehr raus. Da kann ich gleich ertrinken. Fritz hingegen, der wollte nicht ertrinken. Schon gar nicht in Milch, denn die mochte er. Er fing also an, ganz schnell zu strampeln. Er strampelte und strampelte. Und siehe da, nach einer Weile, da wurde aus der Milch Quark. Der Quark wurde fest. Und so konnte Fritz herausspringen. Woraus man ersehen kann, dass es sich lohnt, sich abzustrampeln. Und Karl, der darf doch nicht ertrinken. Kannst du das ändern? Na klar, schnell repariert. Fritz rief Karl zu, strample, strample, und dann kannst du aus der Milch herausspringen, denn die wird zu Quark. Okay? Ja, so ist es besser. Fein, dann schlaf schön. Nacht. Gute Nacht. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich Angie, wenn du in Amerika bist? Ich habe mit ihrem Vater gesprochen. Er nimmt sie mit auf seinen Landsitz. Auf seinen Landsitz? Mhm. Tolle Sache. Nein, ich meine, will sie das denn überhaupt? Sie hat sich doch eigentlich auf einen Urlaub mit uns gefreut. Ach, bei Frederik ist es auch schön. Da gibt's jede Menge Tiere und... Und überhaupt, ich werde es ihr so schmackhaft machen wie irgend möglich. Mhm. Die Frage ist ja eigentlich ganz einfach. Ob sie dann nicht lieber bei mir bleibt? Natürlich bleibt sie lieber bei dir. Ich meine, jedes Kind würde lieber bei dir bleiben. Weißt du, Frederik ist irgendwie steif und humorlos. Und du bist ein alberner Kindskopf. Mhm. Aber ich hätte gar nicht zu hoffen gewagt, dass du damit einverstanden sein könntest. Doch. Bin ich. Danke. Thank you.
mal, bist du wahnsinnig? Was ist denn in dich gefahren? Na, das hab ich gern. Schlafen die Chirurgen verkohlen? Ja. Das sollst du büßen, du. Also da verschwinde ich jetzt schnell wieder. So ein Geschmatze und Geschnäble. Kitty. Oh, Hilfe! So was gibt's doch wohl gar nicht, Christa. So was hast du geheiratet. Lass mich doch, du Lümmel. Küss die da, die ist deshalb gekommen. Ist das wahr? Bist du deshalb gekommen? Unter anderem, ja. Ich habe mir gesagt, man darf einen attraktiven Mann im besten Alter nicht so lange allein lassen. Eine glänzende Idee. Oh Gott, ich habe ja noch zu arbeiten. Was denn? Das vegetative Nervensystem. Das werde ich dir erklären. Ah ja? Ja. Träum ich? Nein. Was ist denn los? Wie spät ist es denn? Wo hast du denn deine Schwester antraf? Du fragst aber viel auf einmal. Also es ist 23:30 Uhr nachts und meine Schwesterntracht hängt im Schrank. Ich bin nämlich privat hier. Freunde, lass die Korken knallen, sie ist privat hier. Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht? Sag einmal, Rechnungswesen liest du? Naja, nur mal so. Ich sag mir, wenn die Rechnung nicht aufgeht, lies was über Rechnung ist, Quatsch, es ist. Ich bin hier in Form. Na endlich. Ich meine, immer muss man ja keine frohen Sprüche klopfen, oder? Aha, die Abschiedsstunde naht. So feierlich werden Frauen, wenn sie die Trennung einläuten wollen, nur zu. Dein Freund ist aus dem Priesterseminar ausgebüxt und will nur noch eines, dich. Aber ach, dem Stuntman auch noch das Herz. Nachdem er sich vorher schon alle Knochen gebrochen hatte. Du halt doch die Klappe, Mensch. Hier wird gar nichts eingeläutet. Ich möchte von dir wissen, ob du glaubst, dass das was werden kann mit uns. Ich hoffe es. Aber glauben kann ich es noch nicht, zumal... Zumal? Zumal ich ja meinen Beruf verliere. Die sagen zwar nichts. Noch nichts, aber ich sehe es an ihren Gesichtern. Okay, das musste ja so kommen. Der Stuntman, der den Kopf frisst. Nein, nein, schon gut, ich kann die Sprüche ja schon selber nicht mehr ab. Also, es ist kein Zufall, dass ich in dem Buch hier lese. Kurz gesagt, ich werde mich wohl mal als Produktionsleiter versuchen, wenn ich wieder raus bin. Und da übe ich schon ein bisschen. Aber den Beruf verlieren... Und dich zu verlieren, das wäre ein bisschen viel auf einmal. Mich verlierst du ja nicht. Nein. Nein. Das Einzige, was du verlieren wirst, ist ein funktionierendes Knie. Es bleibt steif. Aha. Da hast du wohl... Ja, ich habe mit Professor Brinkmann gesprochen. Es gibt Schlimmeres. Würde es dich stören? Aber nein. Es ist auch nur halb so schlimm. Ach, komm her. Wer sind Sie denn? Haben wir jetzt schon nächtliche Besuchszeit? Das wird mit Gewissheit disziplinarische Folgen für Sie haben, Schwester Elke. Nehmen Sie sofort Ihren Nachtdienst auf. Ich habe keinen Nachtdienst heute. Ich habe frei. Das interessiert mich nicht. Beziehungsweise es ist unerheblich für Ihr Verhalten, ob Sie nun Dienst haben oder Freizeit.
Also jetzt raus. Verehrte Oberschwester, wenn ich auch mal ein Wörtlein sagen darf. Morgen, Herr Poser, morgen. Wenn entschieden worden ist, ob Sie weiter stationär hier behandelt werden. Diese Klinik ist kein Bordell. Und gegen Sie, Schwester Elke, werde ich disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Was ist denn los? Verlassen Sie sofort das Krankenhaus. Moment mal, ich spreche gerade mit Schwester Elke, ja? Personalbefugnisse habe ich, Herr Doktor. Aber nicht in medizinischen Bereichen. Darum geht es hier, kommen Sie. Also, was war denn? Ach, es ist nichts weiter. Ich habe ihn nur umarmt. Na, weil er geweint hat. Hm. Schauen Sie, Professor Brinkmann hat mich gewissermaßen beauftragt, dass ich mich um den Patienten kümmere. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Ich kann doch nicht, wenn ich ihn liebe und er weint, dann kann ich doch nicht die Vorschriften von mich herbeten und dann so tun, als... Beruhigen Sie sich jetzt, beruhigen Sie sich. Gehen Sie noch eine Weile zu ihm. Muss ja nicht gleich die ganze Nacht sein, ne? Danke. Auf die Plätze! Fertig, los! Ja! Hey! Juhu! Nee, der Apfel ist für mich. Gib sofort meinen Apfel. Das werde ich mir merken. Jetzt genug. Was malt ihr denn da? Ja, vielleicht die Rehe. Eine Kuh. Also Kühe gibt's hier nicht, Angie. Sie ist eine Kuh. So, und warum? Weil sie so doof guckt. Bleibst du für immer bei Mama? Was? Das möchte ich doch stark hoffen. Wie kommst du denn darauf? Du könntest Mama sagen, dass sie nicht nach Amerika fährt. Weißt du, Angie, für Mutti ist das sehr, sehr wichtig. Und sie bleibt ja auch nicht lange. Die guckt schon wieder so doof. Wollen wir gehen? Ihr müsst euch vorstellen, wir beide nebeneinander den Hang runtergedüst. Angie in der ersten Kurve nach links, in der zweiten Kurve nach rechts. Und ich dann am Schluss. Ja, dass ihr es überlebt habt. Natürlich hat sie es überlebt. Das glaubst du? Hat so Spaß gemacht. Klaus? Ja? Wobei Schwester Hildegard spielt total verrückt. Ja, ich weiß, der Schäfer hat mich schon angerufen. Sie hat Müllmann telefonisch ihre Kündigung mitgeteilt. Du, die widerruft sie am Montag. Keine Sorge. Da bin ich nicht so sicher, weißt du? Es trifft sie schon schwer, dass Schwester Elke von allen Seiten so in Schutz genommen wird. Du lieber Himmel. Warum machst du das auch? Lass mich das doch tragen. Ach, dafür bin ich aber da. Das wäre ja noch schöner. Ich mach das. Nein, das mache ich. Das mache ich. Unfeierlich. Mein Gott, sie kommt sich sonst überflüssig. Das ist doch Quatsch. Ja, sagst du. Erzähl, erzähl. Naja, morgen geht's los. Examen und Promotion hintereinander. Oh, ich darf gar nicht daran denken. Lass dir nichts einreden, Katharina. Du bist das fabelhaft vorbereitet. Deshalb habe ich auch diktatorisch hierher befohlen. Hoppala. Büffeln hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Absolut. Ins Examen muss man steigen, wie in den Urlaub. Apropos Urlaub. Ihr fahrt nächste Woche, ne? Nee, wir fahren nicht. Katharina nimmt an einem Symposium in New York teil. Ach so? Ja. Aha. Na, hör mal, das ist eine einmalige Chance. Kommst du durch? Naja, ich glaube schon. Ich könnte sogar schon einen Forschungsauftrag annehmen. Aha. Was? Naja, ich nehme ihn natürlich nicht an. Formes meint nur, da liegt meine besondere Begabung. Moment mal.
Ich meine, das sagt er doch nicht einfach nur so. Du, Vollmers gilt als Kapazität auf seinem Gebiet. Du, Katharina, ich möchte dich bitten, Christa nicht dahingehend zu beeinflussen, dass wir auch weiterhin eine Wochenendehe führen müssen, nicht? Oh, pardon. Wo bleibt denn Kitty? Kitty! Sag mal, Kitty, wo bleibst du denn? Davon haben wir doch Schränke voll. Das kann's doch nicht sein, oder? Nein, das ist es auch nicht, dass ich so schusslich bin. Das ist es, das regt mich auf. Und je mehr ich mich aufrege, umso schusseliger werde ich. Gestern ist mir der Rinderbraten angebrannt. Mir. Nie im Leben ist mir sowas passiert. Kitty, hör mal zu. Dein Fehler ist doch nur, dass du alles so tragisch nimmst. Dein Fehler ist, dass du alles auf die leichte Schulter nimmst. Das kostet alles Geld. Außerdem, was soll werden, wenn Christa übernächste Woche wieder da ist? Ihr öfter mal Gäste habt? Hey, ich werde euch blamieren. Aber Kitty, du hast doch selbst gesagt, dass du niemanden hast. Ja, du hast das gesagt. Aber bitte sag es nicht noch einmal. Ich bin gesund, rüstig, ich brauche keine Hilfe. Ich muss mich nur zusammennehmen. Aber Kitty, du hast doch selbst gesagt, kommandiere du in deiner Klinik. Im Hause bestimme ich. Auch über mich. Gut, dann komm aber jetzt, ja? Angie fragt auch schon nach dir. Sie wären also kompromissbereit? Ja. Aber ich bin nicht bereit, mich zu entschuldigen. Gut, Schwester. Danke vielmals. Ist sie draußen? Ja, sie ist draußen. Also das sind Veranstaltungen, wie ich sie liebe. Eine Brücke müssen wir schon bauen. Schließlich ist sie 30 Jahre in diesem Haus. Ja, und irgendwann geht's ja sowieso in Pension. Ein blödes Theater. Schwester umarmt Patienten, der gleichzeitig ihr Freund ist. Und ich habe sie beauftragt, ihn seelisch aufzufangen. Aber mitten in der Nacht und in Zivil. Das ist der Hauptvorwurf von Oberschwester Hildegard, dass es mitten in der Nacht war. Und dass Schwester Elke gegen Berufsehre und Herr selbstverständlich... Herr Mühlmann, ich bitte Sie, hören Sie damit auf. Ist es nachmittags um 4 anders als um 11 Uhr in der Nacht? Und in Schwesterntracht anders als im Sommerkleid? Jedenfalls kann ich nicht umhin, ihr rein disziplinarisch mein Verständnis auszudrücken. Also gut, dann drücken Sie es ihr eben aus und wir drücken es Schwester Elke aus, ja, nicht? So, jetzt hole ich Sie rein. Kommen Sie rein, Oberschwester. Sie hat nicht mal gegrüßt, eben, als sie rauskam. Nicht mal gegrüßt hat sie. Und ich finde es auch nicht gut, dass sie zuerst gehört wurde. Ja, Sie sollen das letzte Wort haben, Schwester, wie immer. Wie meinen Sie das, Herr Professor? So meine ich das. Ist doch mein Kündigungsschreiben. Was soll ich denn damit? Werfen Sie es in den Papierkorb. Dr. Schäfer ist mir in den Rücken gefallen. Jawohl. Ist das Ihr wichtigster Kündigungsgrund? Ja, natürlich. Wo bleibt denn meine Autorität, wenn er Elke tröstet und tätschelt, nachdem ich sie gerade vom Dienst suspendiert habe? Schwester, das ist doch kein Problem. Dr. Schäfer wird sich bei Ihnen entschuldigen, nicht? Ja, sicher. Ich entschuldige mich. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Na, so ruckzuck geht das auch nicht. Was wird denn nun mit Schwester Elke? Sie heiratet den Patienten, sobald er wieder laufen kann. Na ja, das ist Ihre Privatangelegenheit. Aber auf meiner Station wird nicht geknutscht. Aber warum denn nicht? Auf etlichen Privatstationen dürfen die Patienten sogar von Ihnen abschließen, wenn sie Besuch haben und es sich nicht gerade um Schwerkranke handelt. So was würde ich niemals billigen. Der Patient Harry Poser, Schwester, ist, wie Sie wissen, Stuntman. Und Kollege Schäfer und ich hielten es für angebracht, dass Schwester Elke ihm schon beibringt, dass sein Knie steif bleibt. Ja. Da hätte man mich informieren müssen. Ja, das war eine Unterlassungssünde von mir. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Na ja. Und was Schwester Elke angeht... Brauchen Sie sich nicht zu entschuldigen. Es braucht sich niemand zu entschuldigen. Nein, es geht nämlich weiter wie bisher. Zum Wohle der Patienten, denn dafür sind wir ja da, nicht? So, Schwester, und jetzt... Zerreißen Sie Ihr Kündigungsschreiben.
Na wunderbar. Und jetzt können wir zum Tagesprogramm übergehen, ja? Bitte. Was verstehen Sie unter einer Laktoseintoleranz? Milchzuckerunverträglichkeit. Sie kommt zustande, wenn im Darm das Enzym Laktase fehlt. Durch das Milchzucker in die Monosaccharide Glucose und Galaktose gespalten wird. Können Sie noch mehr dazu sagen? Ja. Es kommt zu Gärungen im Darm, weil der unverdaute Zucker durch die Bakterien der unteren Darmabschnitte vergoren wird. Richtig. Oh. Eine Hüftgelenkentzündung oder Verrenkung. Das will ich ja von Ihnen wissen. Eine Luxation, nicht behandelt, mit Arthroseverdacht. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Frau Doktor. Dankeschön. Danke. Darf ich auch gratulieren? Oh, natürlich. Sag mal, muss ich jetzt Frau Doktor zu dir sagen, oder darf ich bei Christa wohnen? Nein, sag Mami zu ihr. Oh, du willst wohl. Du, entschuldige mich bitte einen Moment, kommst du mal? Ja, Prost. Prost. Du Königin, Kinder der Nacht. Guten Abend. Oh, guten Abend. Darf ich dir Dr. Vollmers vorstellen? Guten Abend, Herr Kollege. Herr Professor. Na, tolle Stimmung, nicht? Ja, ist ja auch kein Wunder, nachdem Sie es geschafft haben. Ja, ja, nicht zuletzt durch Sie, wie Christa sagt. Doch, wirklich. Sie schwärmt von Ihnen. Ja, das freut mich aber. Das heißt also, mir gegenüber schwärmt sie natürlich nur immer von Ihnen. Ja, das freut mich aber auch. Muss ja auch so sein, nicht? Immerhin ist sie ja meine Frau. Wo die Lok ist. Entschuldigung. Ja, danke. Ja? Ist das möglich, dass der Vollmers dich in seinem Labor haben will, aus Gründen, die mit der Forschung oder deiner Tüchtigkeit auf diesem Gebiet nichts zu tun haben? Das glaube ich nicht. Nein, auch als wir neulich in einem Weinlokal saßen, hat er fast ausschließlich von Analyse und biologischen Experimenten gesprochen. Ah ja, na, sein Glück. Das ist kein Opfer für dich. Was? Na, zu mir in die Klinik zu kommen. Obwohl du natürlich viel lieber in die Forschung gehen würdest. Nein. Nein? Kein Opfer. Nein. Liebe Frau Kollegin, herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Tag, Frau Doktor. Ja, guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vergessen Sie nicht, Sie haben noch einige Formulare bei mir zu unterschreiben. Ja? Ich komme gleich. Gut. Bis dann. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ein bisschen Lampenfieber. Ja, das gehört doch dazu. Sie müssen ja nicht gleich eine Transplantation vornehmen. Ne? Alles gut. Dankeschön, danke. Ja, die Frau Doktor, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Elke, gratuliere. Grüß dich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Herr Sager, lateral absaugen. Ja? Herr Sager, habe ich gesagt, Sie können noch nicht sehen. Ich zertrümmerte Gelenkfläche. Herr Sager, schauen Sie ins OP-Feld, nicht zur Schwester. Wir die Knöchelfraktur gleich machen, Christa? Nein. Der Sager? Ja. Ach so?
Warum sollen wir 5 Stunden operieren, wenn wir es auf 2-mal verteilen können? Kreislauf und Stoffwechsel sind doch noch gut. Das ist aber schnell mal ändern, Herr Kollege, nicht? Und Sie vergessen die Blutsperre. Stumpf. So. Sehne. Okay. Kniegelenk überstrecken. Sagen Sie, Herr Sager, warum sind Sie so unkonzentriert? Haben Sie Probleme? Nein, eigentlich nicht. Ich meine nur, weil es Sie Überwindung kostet, Blut zu sehen in Operationswunden. Ach nein. Das heißt ein bisschen schon, aber ich will ja auch Internist werden. Also so unblutig ist das auch nicht immer, nicht? Und von einer besonderen Begabung für Diagnostik habe ich bei Ihnen auch noch nicht viel bemerkt. Ich hoffe, aus meinen Fehlern zu lernen. Tja, Herr Sager, die Frage ist nur, ob Ihre Patienten ihre Fehler überleben, nicht? Denn irgendwann müssen Sie auch einmal allein entscheiden. Ja, ja, ich weiß. Wenn Sie sich keine Mühe geben, kommen Sie ja nicht durch. Den Unterschied zwischen einer Arterie und einer Vene lernt man im ersten Semester. Ja, theoretisch kenne ich den Unterschied ja auch. Warum wollten Sie unbedingt Arzt werden? Um den Menschen zu helfen. Ihr Vater ist auch Arzt? Ja. Gewesen. Er ist seit 10 Jahren im Ruhestand. Herr Sager, es bedarf gewisser Anstrengungen, wenn Sie hier über die Runden kommen wollen. Ist das klar? Ja, ja, ich werde mich bemühen. Ich werde mich wirklich bemühen. Ich mache nur eine örtliche Betäubung, Frau Schuster. Wir werden trotzdem nichts spüren. Das verspreche ich Ihnen. Ja, schönen guten Morgen, Frau Doktor. Ich muss es Ihnen mal sagen, die Patienten sind alle ganz hingerissen von der neuen Assistenzärztin. So kurze Zeit ist da und alle Herzen schon im Sturm erobert. Naja, mich wundert es nicht. Sie waren ja schon als Stationsschwester immer besser als viele andere. Haben Sie Sehstörungen, Schwester Elke? Das würde ich mir im Dienst doch gar nicht erlauben. Das Blutplasma habe ich in Ihr Zimmer gestellt. Oder brauchen Sie es sofort, Frau Doktor? Nein, danke. Ich brauche es erst heute Nachmittag. Bitteschön. Oberschwester Hildegard, meine Verehrung, Sie sehen ja blendend aus. Was ist denn mit Ihnen los? Sie brauchen sicher wieder einen Kaffee aus der Schwesternküche, wie? Ja, stimmt. Also gut. Na? Kann ich euch was helfen? Nein, raus hier. Du störst. Von dem Honig, den sie ums Maul geschmiert hat, kann eine ganze Kompanie ein Jahr lang frühstücken. Bitte? Na, ist doch wahr. Na, gib ihm mal das Desinfektionsmittel. Na, oder vielleicht nicht? Nehmt sie doch nicht so ernst. Na ja, okay. Ich musste nur eben mal an früher denken. Sie wissen doch, wie sie da uns zwei immer... Ja, das weiß ich. Aber da wir uns immer geduzt haben, weiß ich nicht, warum du jetzt sie zu mir sagst. Na ja, ich weiß nicht, zu einer Ärztin... Ach, okay. So. Dann wollen wir mal. Bleib doch stehen, Luke. Es gibt keinen Grund zur Panik. Na ja, war ja prima. Aber ich hab dich ja gar nicht gesehen. Also der im Auto saß, das war ein anderer. Das musste so gemacht werden. Harry war das Double. Was war er? Na ja, Knallköpfe, wisst ihr nicht, was ein Double ist? Der Schauspieler hat nur so getan, als ob er im Auto sitzt. In Wirklichkeit war es Harry, damit er sich die Knochen bricht und nicht der Schauspieler. Ganz schön dumm. Na ja, ist ja nicht so gemeint. Na, hat's dir gefallen? Nee, du eigentlich nicht. Aha. Ich meine, wenn du das immer noch tun würdest, dann käme ich aus der Angst überhaupt nicht mehr raus. Als Produktionsleiter mit einem steifen Knie bist du mir wesentlich lieber. Du bist mir doch nicht böse, weil ich das gesagt habe. Du weißt doch, wie ich das meine. Na klar doch.
Große Klasse, Herr Poser. Ich gratuliere. Ich hab's im Büro gesehen. Na, Gott sei Dank, dass alles vorbei ist, was? Dann unsere Schwester Elke endlich wieder ruhig schlafen, wie? Also, nichts für ungut. Du, sag mal, Harry. Ja? Ich hab da ein Problem. Du wirst doch in ein paar Wochen entlassen. Wo gehst du dann hin? Wieso? Na ja, du hast doch eine Wohnung in Hamburg, oder? Zimmer mit Küche und Bad, ja. Habe ich schon gekündigt, schriftlich. Oh, toll. Und dann kommst du zu mir, ja? Ich habe zwar auch nur ein Zimmer mit Küche und Bad, und es wird ein bisschen eng werden für uns. Aber sag mal, was lachst du denn so hinterhältig? Du, Wohnungen sind teuer. Ja, ja, klar. Klar, sind teuer, klar. Harry, ich meine das im Ernst. Im Ernst? Na gut, ich bin ja kein armer Mann. Was? Ich habe immer gut verdient und ich war sparsam, fast alles auf die hohe Kante gelegt. Hinzu kommt die Rente von der Berufsversicherung, also da werden wir schon was Passendes für uns beide finden, nicht? Du bist mir einer. Ich denke so an ein Häuschen. Mal sehen, ja? Und ich hatte schon Angst, wie wir die nächste Zeit über die Runden kommen. So, nächste Woche kommt der Gips runter. Und wir können mit der Bewegungstherapie anfangen. Die neuen Röntgenaufnahmen sehen prima aus. Und ich dachte, ich liege erst mal bequem ein paar Wochen im Rollstuhl. Was denkst du? Hier wird gearbeitet, mein Lieber. Handstraße. Handstraße, du bist dran. Jetzt brauchst du einen Full. Sonst verlierst du. So, ja. König. Nochmal. Oh, Angie hat verloren. Zwei Lutsche. So, Schuldschein unterschreiben. Ich geh ins Bad und du packst ein. Spielen wir denn nachher nicht weiter? Erst wird gegessen, dann werden wir weitersehen, okay? Hast du die nicht wieder? Ach so, das ist ja meine Tasche. Haben Sie die denn gefunden? Im Tierpark, du hast sie dort liegen gelassen. Leider konnte ich nicht früher kommen. So wertvoll ist die alte Tasche auch wieder nicht. Also, Angie. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie. Na, bedanken hätte sie dich ja nur wirklich können. Danke. Dann kommen Sie doch bitte herein. Ja, klar. Du, es waren immerhin 73 Pfennige, eine Mickey Maus, zwei Nüsse und drei Kaugummis drin. Entschuldigen Sie die Unordnung, aber meine Frau ist in Amerika. Sieht ein bisschen wild aus. Angie und ich, wir sind nicht gerade Meister im Ordnung halten. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Möchten Sie was trinken? Einen Tee, einen Martini? Oh, Martini mit Eis, gell? Sofort. Sie sind Mediziner? Ja, hier an der Schwarzwaldklinik. Und Sie, Frau? Ron. Ursula Ron. Ich habe eine Boutique. Das müssten Sie eigentlich wissen. Ja? Ja. Wieso? Na ja. Ach ja, tatsächlich. Ist ja toll. Wissen Sie, solche Zeitschriften liest eigentlich nur meine Frau. Eine reizende Tochter. Ja, sehr süß. Breitbetonte Schultern. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Vielen Dank für den Drink. Ich bringe Sie zur Tür. Also, nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Angie. Zimtzicke! Bitte? Zimtzicke! Hast du deshalb so einen Krach gemacht? Klar, und du gibst dir auch noch was zu trinken. Naja, höflich muss man schon sein. Sie war's doch auch.
Also komm, lass uns was zu essen machen. Kochen wir selbst oder machen wir eine Dose auf? Sag mal, hast du überhaupt gesagt, dass du Mama liebst? Bitte? Naja, dass es sich keine Hoffnungen macht. Also hör mal, Angie, ich kann auch nicht zu einer Frau, die sich korrekt benimmt, ohne Anlass sagen... So ohne Anlass? Wie die dich angeguckt hat, so... Oh. Die hat sich in dich verknallt. So, meinst du? Mhm. Also, ich mache eine Büchse auf. Morgen. Morgen, Herr Professor. Morgen. Na, erster Tag? Nee, zweiter. Gestern war Theorie. Ich bin in die Chirurgie abgestellt. Na, du wirst noch öfter herangezogen. Na, weil du am meisten Erfahrung hast. Kann mir nur recht sein. Erste Hilfe und Notverbände kann ich im Schlaf. Überhaupt, die Oberschwester ist ausnehmend nett zu mir. Ich habe erst geglaubt, die lässt meine Bewerbung unter den Tisch fallen. Na, die weiß doch, was du kannst. Tschüss. Tschüss. Was machst du denn hier? Ich denke, du hast Urlaub. Ja, habe ich auch. Aber da gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit meiner Gehaltsabrechnung. Und da musste ich ja wohl bei Mühlmann nachhaken. Und dann, mit Verlaub, habe ich mit deiner Sekretärin eine Tasse Kaffee getrunken. Ach nein. Sonst läuft's? Ja, läuft alles prima. Du, wir wollen morgen auf die Hütte. Christa, Katie und ich. Komm doch mit der Kleinen auch hin, ein bisschen ausspannen. Katie ist ganz verrückt aufs Grillen und Picknicken. Ist eine gute Idee. Na, prima. Ich meine, falls du nichts anderes vorhast. Warum? Was soll ich anderes vorhaben? Hat sie dich nicht erreicht? Wer? Bonn, Ron, Klon oder so ähnlich. Ach du lieber Gott, schon wieder die. Dann fahre ich lieber mit Angie auf die Hütte. Wann fahrt ihr? Morgen früh. Gut, ich freue mich. Wirkliche Tante? Na, eigentlich nicht. Sondern? Naja, Moment mal. Der Sohn meines Mannes. Also gewissermaßen mein Stiefsohn hat deine Mama geheiratet. Und weil Udo wiederum dein Stiefvater ist, bin ich, Udo? Ja? Ist Katharina meine Stiefschwiegertochter? Nee, wieso? Nein, die Schwägerin. Ach Kinder, was ist das für ein Unsinn? Katharina ist meine Schwiegertochter. Naja, also das hat ja noch niemand gefragt. Was ich für Angie bin, ist die Frage. Ach so. Und was soll der Quatsch? Na, Angie hat gefragt. Angie hat gefragt. Naja, wenn man es genau nimmt, Angie... Ist die Christa eigentlich deine kleine Omama? Oh, Omama, du Hornschenk! Du Opa! Ah, ohne Opa, ohne Opa! So, das ist der letzte Knochen. Und dann Schluss. Du sag mal, Udo, zwischen dir und Katharina ist doch alles bestens, ne? Ja, alles bestens. Abgesehen davon, dass sie jetzt nicht hier ist. Ja, sie ruft 2-3 Mal die Woche an. Sie hat genauso viel Sehnsucht wie ich nach ihr. Ich hätte nie gedacht, dass bei dir etwas von Dauer sein könnte. Ich meine, gegen früher, nicht? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich zähle bereits die Tage, jetzt sind es nur noch 3. Ja, Klaus... Ich bin ein richtiger Familienvater geworden. Häuslich. Mit einem Hang zur Gemütlichkeit. Und treu auch, nicht? Hör mal. Spielst du auf den Anruf an? Also bitte.
Im Anschi und ich im Tierpark kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Wir haben sie dort gesehen. Und dann war sie noch mal bei uns zu Hause, weil Anschi ihre kleine Tasche vergessen hat. Aha. Ja, ich hätte nie gedacht, dass du eventuell rückfällig werden könntest. Udo, ich will sie ins Bett bringen, da sagt sie, das macht Udo. Natürlich macht das Udo. Alle hopp. Guten Nacht. Guten Nacht. Das Geheimnis besteht darin, dass nur Udo komische Gute-Nacht-Geschichten erzählen kann. Katharina hätte überhaupt keinen besseren finden können. Gehen wir noch ein bisschen spazieren? Nein? Was schlafen? So früh? Oh. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Frau Schitz. Mein Kleiner ist so heiser und er will nichts essen und nichts trinken. Kommen Sie doch bitte. Na gut, komm auch mal danach. Haben Sie schon Fieber? Na ja, das habe ich gemacht. 37,1, also ist ziemlich normal. Martin, so, jetzt schnaufe mal tief. Feste. Komm mal zu mir. So. Ja, ja, kleiner Mann, das ist schwierig. Da kommt so ein Onkel, den man nicht kennt und will was von dir, gell? Jetzt schnauf wieder. Feste. So. Jetzt helfen Sie mir mal, ich muss mal in den Hals reingucken. Also mit dem Hals ist es, glaube ich, bestimmt was. Er kann nämlich kaum schlucken. Martin, nimm mal den Kopf hoch. So. Jetzt sag mal A. Ah. A. Ah. Ob das eine Mandelentzündung ist? Ja. Dankeschön. Hier ist schon vorbei. Nein, nein, Mandeln sind nicht entzündet. Ja, aber er räuchelt so. Hören Sie das denn nicht? Ja, ja. Also, ich schreibe Ihnen jetzt mal eine Einweisung fürs Krankenhaus. Ich kann das hier nicht genau diagnostizieren. Und falls eine Intensivbehandlung notwendig sein sollte, ist das sowieso das Beste. Ist Dr. Schäfer schon da? Nein, muss er ja auch noch nicht. Und wenn du mich brauchst, dann... Melde dich nicht. Aber es ist ja nichts los heute. So ruhig war es Sonntagnacht schon lange nicht mehr. Können Sie denn nicht mal ein bisschen schneller fahren, bitte? Liebe Frau, ich fahre da schon 30 mehr als Polizei erlaubt. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, was der Kleine hat. Erstickungsanfälle oder sowas. Bitte kommen Sie gleich mit mir. Wir haben einen Notfall. Ist Dr. Schäfer immer noch nicht da? Er muss ja jeden Augenblick kommen. Ja, hoffentlich. Guten Abend. Guten Abend. Was hat denn der Kleine? Er kann kaum atmen. Was wollen Sie denn nichts unternehmen? Ja, doch, natürlich. Kommen Sie. Legen Sie mal dahin. Ja. So, komm her. So, siehst du. Martin kann kaum schlucken. Aha. Haben Sie einen Einweisungsschein? Ja. Danke. Akuter Hals. Seine Diagnose. Kann ich mal. Danke. Ja, mach mal Mund auf, bitte. So, mach mal schon. Ganz weit auf. So ist prima. Ja. Da kann ich aber gar nichts feststellen. Und warum atmet er so? Vielleicht ist er sehr aufgeregt. Die Lippen sind auch ganz blau. Hat das auch nichts zu bedeuten, oder was? Ja, natürlich. Irgendwas ist da. Wissen Sie, der Oberarzt wird jeden Augenblick eintreffen. Ja, messen Sie doch mal die Temperatur. Sagen Sie mal, sind denn nicht mehr Ärzte da? Am Wochenende haben wir immer nur wechselnde Bereitschaft. Aber Dr. Schäfer wird gleich kommen. Ja, Frau Schäfer, hier ist Saga. Entschuldigen Sie, Schwarzwaldklinik. Kommt Ihr Mann heute gar nicht? Na ja, dann muss er ja jede Sekunde kommen. Hier ist nämlich ein sehr undurchsichtiger Notfall. Ja. Ja, gut, danke. Und entschuldigen Sie die Störung. Herr Sager?
bleiben Sie, denn das Kind erstickt mir ja. 39. Ja, ich gebe Ihnen was für die Atemwege und ein Antibiotikum. Ach, so schlecht ist er mir noch gefällt. Metranol. Metranol? Ja, wissen Sie was Besseres? 0,5. Binden Sie mal ab. Danke. Wo machen Sie das? Aber das darf doch nur ein Arzt machen. Soll ich lieber Professor Brinkmann anrufen? Nein, nein, da bin ich doch gleich ganz unten durch. Warum kommt auch Dr. Schäfer nicht? Wo bleibt er? Warum unternehmen Sie denn nichts? Wer soll dem Kind denn helfen, wenn nicht ein Arzt? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann nichts feststellen. Und wenn ich keine Diagnose habe, kann ich auch keine Therapie einleiten. Der Notarzt macht sich das einfacher. Akuter Hals schreibt auf den Schein. Ich bin kein Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Nein, nein, bitte nicht. Chirurgen wollen ja auch mal schlafen. Soll ich rangehen? Nein, lass doch, ich mach's schon. Ja, Brinkmann? Ich bin's, Mischa. Ich ruf an, weil der Saga durchdreht. Ist Schäfer nicht da? Nein, wir haben hier eine Frau mit einem Kind und das Kind ist nah am Ersticken. Und der Saga weiß nicht, dass ich anrufe, aber der weiß nicht, was er machen soll. Der ist völlig durchgedreht. Gut, ich komme. Wo stecken Sie denn? Was haben Sie denn da für eine Spritze gegeben? Das Kind stirbt mir weg. Was ist los? Das Kind ist eben kollabiert. Haben Sie reanimiert? Nein. Wie ist der Druck? 70 systolisch. Dann ist das Kind kollabiert. Etwa eine halbe Minute, ehe Sie kamen. Ambubeutel. Intubation, Macintosh Tubus. Sauerstoffmischer, komm. Frau Schütz, wenn Sie jetzt bitte draußen warten würden, ja? 100%. Venösen Zugang. Was ist passiert? Akuter Pseudokrupp. Haben Sie Steroide gegeben? Ja. 20 Bicarbonat. Blutdruck? Nicht mehr messbar. Thank you.